Guten Morgen, Pax. Wir sind in der Schweiz, in Ambrì, das heißt in der italienischen Schweiz. Und Ambrì ist ein ehemaliger Militärstützpunkt und hat eine sehr, sehr kurze Bahn. Und ich probiere hier mit der C17 raus und reinzukommen, und zwar von der Westseite her, was eine zusätzliche Schwierigkeit bedeutet. You want to take it rolling? On the roll, I'm happy. Hey, you have control of my radio. I have control. That's it. Eight knots. Rotate. Positive time. Gear up. Gear up. Heading select. Heading select. Der Titel lautet der etwas andere Canyon. Es erinnert mich an die Canyon-Fliegerei drüben in Nevada. Arizona im Grand Canyon. Hier nur ein positiver Canyon, das heißt, die Berge stehen nach oben und nicht als Wecker nach unten. Das Wetter ist regelrecht mies, aber es herrscht kein Wind. So können wir hier in der Richtung raus und in der anderen Richtung wieder landen. Und der Regen stört uns nicht weiter. Allerdings die Wolken, die könnten Schwierigkeiten machen, hier wieder reinzukommen in das enge Tal. Sie hat es richtig bekommen. Das heißt, ich habe sie an die Latte gehängt, wie man früher sagt, oder bei Düse, ich habe sie auf die Düse gestellt. So viel wie drin war. Beste Steigleistung. Äußerst unangenehm, diese Wolkenbildung. Aber sie haben gesagt, es ist genug Sicht unter der Wolkendecke. Und ich solle mal durchkommen. Na gut, tun wir das. Bei den Sinkraten, die ich hier fliege, ist es kein Wunder, dass er permanent seine Warnungen ausgibt. Aber es geht mit der Zeit auf den Wecker.
immer hier an der Landebahn ist, dass man sie von der Seite aus, von der westlichen Seite aus nicht gerade anfliegen kann. Man einen Haken schlagen muss und ich knie dann auf die Bahn. Also, Landung eigentlich so militärisch, nicht gerade zivil. Ambry ist heute ein ziviler Platz mit kleinen Maschinen und wurde früher sogar von der Mirage genutzt, was also möglich ist, trotz der kurzen Bahn. Mir macht es immer sehr viel Spaß, hier mit den dicken Dingern runterzukommen. Diese Massenträgheit, die man dabei einkalkulieren muss, ist eine schöne Übungssache. Wir sind unten und stehen wieder genauso wie beim Start. Die ganze Sache hat nur 15 Minuten gedauert insgesamt und hat viel Spaß gemacht und ich wünsche allen noch eine schöne Zeit. Also, tschö, wa?